In diesem Trainingsmodul werden Sie durch den Betrieb einer Flixtrain BR-193 Vectron-Lokomotive geführt. Sie werden den Zug in dieser Einführung über eine kurze Distanz fahren und den Fahrgastbetrieb durchführen. Stellen Sie zuerst den Hauptschlüssel auf 1. Stellen Sie den Richtungsschalter auf Vorwärts. Dieser gibt die Fahrtrichtung vor. Öffnen Sie die Fahrgasttüren, um den Fahrgästen den Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Schließen Sie die Türen, bevor Sie abfahren. Der Zug ist jetzt bereit zur Abfahrt. Bewegen Sie den Fahrschalter in den Leistungsbereich, um in Bewegung zu kommen. Nachdem Sie nun etwas Geschwindigkeit aufgebaut haben, auf ebenen Strecken können Sie die Geschwindigkeit beibehalten, um den Energieverbrauch und die Belastung der Motoren zu verringern. Achten Sie beim Ausrollen immer auf die Steigung, denn Änderungen können dazu führen, dass der Zug schneller oder langsamer wird. Die Einhaltung der Geschwindigkeit. Begrenzung ist wichtig. Falls Sie beginnen, die Begrenzung zu überschreiten, ziehen Sie die Bremse ein wenig an, indem Sie das Führerbremsventil in den Bremsbereich bringen.
indem Sie das Führerbremsventil in den Bremsbereich bewegen. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen.